17:30 Uhr. Alle da? Auf geht's. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, letztes Mal haben wir uns ja mal angeguckt, die Kombination aus meinem neuen Messmikrofon und dem Vorverstärker. In den Kommentaren und auch per Mail habe ich so ein bisschen ja, zum Teil einmal die Frage bekommen, warum nimmst du nicht einfach ein USB-Mikrofon? Ich habe ja das im Grunde letztens auch schon gesagt, warum nicht? Ich hatte mit dem einen Teil, was ich da mir hat zukommen lassen, leider Probleme gehabt. Wie gesagt, ich möchte da nicht alle USB-Mikrofone über einen Kamm scheren, aber es gibt trotzdem einen Grund, warum ich persönlich mir jetzt lieber eine Kombination angeschafft habe aus einem normalen Messmikrofon und ja, diesem kleinen Vorverstärker hier. Ja, des Weiteren kam der Hinweis, Mensch Frank, warum hast du nicht einfach, so ein Audio-Interface genommen. Audio-Interface, was meine ich damit? Das ist so im Musikerbereich recht verbreitet für Solo-Künstler. Die haben eine kleine Box und diese kleine Box ist zum Beispiel dieses Teil hier von Steinberg. Das habe ich mir von meiner lieben Tochter ausgeliehen. Die macht nämlich so ein bisschen Musik und habe damit auch rumprobiert. Und ja, dementsprechend, klar, sowas könnt ihr auch nehmen. So ein Ding ist im Grunde eine Soundkarte. Die ist hier komplett verbaut. Das Ding wird über USB angeschlossen. Und ich habe hier zwei Eingänge. Ja, da hatte ich mich ein bisschen blöd angestellt. Gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ein. Oder mein Rechner hat sich blöd angestellt. Es sind tatsächlich zwei getrennte Eingänge, so wie man es im Grunde braucht. Für Zweikanalmessung. Auch das ist jetzt ein Thema. Und das gute Stück hat zwei Ausgänge, mit denen man Messsignale rauszaubern kann. Dementsprechend ist so ein Ding auch einsetzbar. Aber es gibt einen Grund, auch im Zusammenhang mit meiner Stöpselbox. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier nochmal. Also wie gesagt, auch im Zusammenhang mit meiner Stöpselbox, dass ich ein solches Teil bei mir im Grunde nicht einsetzen möchte, sondern dass ich dann lieber mit der Soundkarte arbeite, die dort im Rechner eingebaut ist. Lass uns da mal rübergehen. Spielen wir erstmal durch, was ich meine mit Problemen mit dem USB-Mikrofon. Und wie gesagt, ich habe es ja ausprobiert, aber warum ich im Grunde lieber eine andere Kombi genommen habe. Und dafür habe ich einfach mal ATA hier auf dem Rechner aufgemacht. Und was habe ich sonst an Setup? Ja, hier ist mein Messmikrofon. Hier ist wieder der alte Hund, den kennt er ja schon. Ja, dieser olle Breitbänder. Und was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes. Den Ton, den ich hier auf den Lautsprecher gebe, den hole ich von der Soundkarte. Das wäre auch der Fall, wenn ihr ein USB-Mikrofon habt. Und den aufgenommenen Ton von dem Mikrofon, den gebe ich jetzt hier auf diese Audiobox von Steinberg. Und ja, im Grunde ist das jetzt nachgestellt ein USB-Mikrofon im Grunde. Ich habe das Mikrofon mit dem Vorverstärker, das ist sonst alles im Mikrofon drin, und gehe übers USB-Kabel wieder auf den Rechner. Was habe ich jetzt? Ich habe jetzt im Grunde zwei Soundkarten hier im Spiel. Eine Soundkarte, die mir den Ton erzeugt, eine Soundkarte, die den Ton aufnimmt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Rechner, euer PC, beide Soundkarten bedienen muss. Und so, ja, so ein PC, der arbeitet ja mit Zeitscheiben. Das heißt, so ein PC, der kümmert sich dann jetzt mal um die Soundkarte, haut den Ton raus, alles wunderbar. Soundkarte weiß Bescheid, was er machen soll. Und dann nebenbei, mehrere Millisekunden später, holt er sich dann einfach mal den Ton wieder ab vom Mikrofon über die zweite Soundkarte oder über die Audiobox und gibt das dann wieder zum Rechner. Ja, und das liebe Programm, was dahinter steckt, zum Beispiel ATA, was ich jetzt auf dem Bildschirm habe hier, versucht dann, daraus einen Frequenzgang zu zaubern. Ja, was passiert jetzt im Grunde? Wie gesagt, es läuft nicht gleichzeitig, es läuft nicht just in time, sondern der Rechner schiebt Daten
holt Daten, wie er möchte. Ja, und aufgrund dessen passiert es, dass die Timing-Information verloren geht. Was bedeutet das? Möchte ich euch wie gesagt zeigen. Ich messe jetzt einfach mal hier am Rechner die Impulsantwort von diesem Lautsprecher zum Mikrofon. Und ich habe alles soweit eingestellt. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier ein Setup, Audio Devices. Und da könnt ihr hier sehen, mein Eingangskanal ist das Steinwerkteil, also die Audiobox. Mein Ausgangskanal ist meine Soundkarte im Rechner. Okay. Piff. Messung. Wunderbar. Ich habe hier die Impulsantwort gemessen, so wie man es im Grunde erwartet. Ich könnte jetzt hier auch mal einfach ein Fenster setzen, haben wir schon mal gemacht. Lass mir den Frequenzgang anzeigen. Der ist mehr oder minder auch in Ordnung. Da kann man mit leben. Okay. Jetzt stellt euch vor, wie zum Beispiel unsere Align-Box, die wir entwickelt haben, eine Zwei-Wege-Box. Von mir aus kann es auch eine Drei-Wege-Box sein, vier Wege, fünf Wege, sonst was. Da wollt ihr die Chassis erstmal einzeln messen und wollt die vielleicht in eine Simulation reinhauen. Das heißt, ihr holt euch von jedem Chassis die Sprungantwort und lädt das Ganze dann rein, irgendwo in eine Simulation oder sonst wie. Wenn ich jetzt das Ding zweites Mal messe, sollte man eigentlich erwarten, dass hier die Sprungantwort wieder erscheint. Ich werde hier jetzt mal das Overlay setzen. Das heißt, ich merke mir diese Antwort. Und was euch jetzt vielleicht schon auffällt, wenn ihr aber genau auf den Rechner guckt, schaut mal hier. Der Rechner ist der Meinung, dass die Impulsantwort nach Signalerzeugung sage und schreibe 1175 Millisekunden gebraucht hat, um zum Mikrofon zu kommen. Das ist eine Sekunde. Das ist ein Abstand von 350-360 Metern. Wenn wir hier genau schauen, komme ich so auf 20 Zentimeter. Das stimmt doch was mit dem Timing nicht. Genau ist das das Problem. Ich habe zwei Soundkarten im Spiel und das Timing ist völlig auseinandergefallen. Spaßeshalber mache ich jetzt einfach noch mal eine Messung. Da ist meine zweite Messung. Hups, wo ist die denn jetzt gelandet? Die ist gelandet hier bei 120 Millisekunden. Tja, da war das Timing vom Rechner wohl so, dass er die Daten in diesem Fall jetzt mal deutlich schneller abgeholt hat. Und dementsprechend schneller stellt die Software es dar. Und meine erste Sprungantwort, die ich hatte, die war ja bei über eine Sekunde. Lass uns mal schauen. Da hinten ist sie. Da hinten ist meine andere Sprungantwort, die ich zuerst gemessen habe. Und die Sprungantwort erscheint jetzt hier vorne, obwohl ich nichts, aber auch gar nichts hier am Abstand geändert habe. Tja. Und ja, spaßeshalber machen wir nochmal eine dritte Messung. Einfach nochmal einen reinhauen hier. Moment, dann werde ich mal die erste Messung hier oder die zweite Messung auch nochmal wegspeichern. Okay. Zack. Die ist jetzt hier erschienen bei 530 Millisekunden. Also hält sich genau zwischen den beiden anderen auf. Also wie ihr schon seht, man darf sich dann nicht aufs Timing verlassen, wenn man mit einem USB-Mikrofon, das ist ja jetzt quasi mein Aufbau, arbeitet. Ihr könnt damit Frequenzgänge messen von ganzen Lautsprechern. Ihr könnt damit Räume ausmessen. Alles wunderschön, habe ich letztes Mal schon gesagt. Wenn ihr Zeiten ausmessen wollt, Abstände ausmessen wollt, dann ist es damit ein bisschen schwierig. Gleich nochmal der Hinweis, das Problemchen habe ich jetzt mit Arta hier. Wenn ihr REW benutzt, ja, REW hat einen ganz guten Trick. Da gibt es, bevor die eigentliche Messung startet, einen kurzen Impuls, ein kurzes Startsignal. Und anhand dieses Startsignals kann REW das timingmäßig dann wieder richtig zuordnen. Ja, trotzdem ist es irgendwie für meinen Geschmack von hinten durchs Auge geschossen und dementsprechend ist es dann, obwohl ich es ausprobiert habe, bei mir erstmal rausgefallen, die USB-Geschichte. Ja,
Als nächstes möchte ich mit euch dann mal die Zweikanalmessung anschauen, worauf ich da hinweisen möchte. Es ist schon klar, mit einem USB-Mikrofon bekommt ihr keine klassische Zweikanalmessung hin. Was ist eine Zweikanalmessung? Dazu öffne ich hier am Rechner jetzt nochmal das Dokument der Stöpselbox. Ich möchte euch das nochmal kurz zeigen. Und zwar ist es ja im Grunde so, das Bild kennt ihr schon, so sieht die Stöpselbox ja intern aus, dass zum Beispiel das Ausgangssignal, was die Soundkarte erzeugt, wird ja gemessen. Das heißt, das geht hier wieder über den Eingang rein. Bei einer USB-Messung fällt das im Grunde schon mal weg, weil man könnte sagen, das, was hier reingeht, wird im Grunde verglichen mit dem, was das Mikrofon hier liefert. Das geht in den zweiten Eingang rein. Und dementsprechend kann man dann genau sagen, wie viel später kommt das Signal? Also wie lang ist die Laufzeit zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrofon? Und natürlich dann auch die eigentlichen Frequenzgangmessungen. Es gibt Phasenmessungen, die ganzen Timing-Sachen sind in dem Fall nur vernünftig, sauber und direkt möglich, wenn man eine Zweikanalmessung macht, weil ich immer den Toneingang vergleichen kann mit dem, was das Mikrofon mir zurückliefert. In dem Moment, wo ich hier über eine andere Soundkarte den Ton erzeuge, als ich ihn hier wieder aufnehme, ja, in dem Moment gehen mir doch einige Verhältnismäßigkeiten verloren, die ich künstlich wieder hinrechnen muss oder hinschieben muss. Ja, und aufgrund dessen bin ich der Meinung, dass man ja über eine Soundkarte das Ganze laufen lassen sollte. Und dementsprechend, ja, hatte ich ja schon gesagt, bin ich jetzt hängen geblieben bei meiner Lösung. Okay. Darüber hinaus war es bei mir ja jetzt so, dass ich diese Stöpselbox im Grunde schon hatte und im Grunde als Zusatz dieses Mikrofon und den Vorverstärker, den ich da genommen habe, benutze. Dementsprechend wollte ich an diesem Teil im Grunde nichts ändern, das was hier auf dem Tisch steht, was ja dann so ähnlich aufgebaut ist. Ein weiterer Grund, warum ich mich voll und ganz im Grunde auf meine Soundkarte verlassen möchte, die sozusagen im Block arbeitet mit zwei Ausgängen und zwei Eingängen, ist ja auch die Impedanzmessung. Die Stöpselbox existierte bei mir ja nun mal schon mal und ich denke mal, die existiert auch schon bei vielen. Und dementsprechend wollte ich da nicht keine großen Umbaumaßnahmen starten. Und ja, so eine Impedanzmessung ist ja auch eine Zweikanalmessung. Da wurde ja der Spannungsunterschied über einem Messwiderstand im Grunde gemessen. Und daraufhin kann man dann auf die Lautsprecherimpedanz schließen. Das ist auch eine klassische Zweikanalmessung. Das Eingangssignal wird an zwei Stellen gemessen. Und die Unterschiede werden ausgewertet. Zweikanalmessung. Klar. Okay. Was haben wir sonst noch? Ja, ich habe hier ja diese Steinberg-Box. Und es kam natürlich auch ein Hinweis. Sag mal, Frank, warum benutzt du jetzt überhaupt die Soundkarte in deinem PC? Warum hast du dir jetzt nur einen Mikrofonvorverstärker gekauft? Und nicht gleich so eine Audiobox. Damit wärst du doch auch gut gefahren mit so einem Teil. Und dann hätte ich die Soundkarte ganz lahmgelegt. Okay, klar. Man könnte das Ding auch sehen wirklich als normale Soundkarte. Auch hier habe ich zwei Eingänge. Ich habe zwei Ausgänge. Und wenn ich das Ding autark für sich laufen lasse, als eine Soundkarte, hätte ich nehmen können. Ganz klar. Allerdings gibt es auch hier einen Grund. Zum einen. Das ist eher so ein subjektiver Grund. War es bei mir schon immer so, wenn ich Geräte kaufe, Hi-Fi-Anlage, schönes Beispiel. Also ich war nie ein Freund von Kompakt-Hi-Fi-Anlagen. Eierlegende Wollmilchsäue, wo alles drin ist. CD-Player, ein USB-Anschluss, das Radio, Verstärker und so weiter und so fort. Ist nicht so mein Ding. Das liegt wahrscheinlich in meinem Beruf begründet. Als Elektroniker will man auch irgendwo mal vernünftig beigehen können. Und vielleicht mal was reparieren können. Und da hat man dann doch bessere Chancen, wenn das Geräte sind, die für sich laufen.
Das heißt, meine Anlagen waren immer bestehend aus wirklich einem Verstärker, dann extra ein CD-Player, extra ein Tuner damals noch und so weiter und so fort. Das ist einmal so ein sehr subjektiver Grund, warum ich dann eher Einzelgeräte habe, weil hier wäre ja ein Mikrofonvorverstärker drin gewesen und ich habe mir jetzt einzelne gekauft und stöpsel die dann an meine Soundkarte ran. Eigentlich verrückt. Aber es gibt dann noch einen ganz wichtigen Grund und das könnt ihr hier schon sehen. Und zwar ist es ja so, dass unsere Stöpselbox zum Beispiel nimmt ja das Mikrofonsignal, dann ist hier der Vorverstärker, der ist bei mir wie hier auf dem Bild extern. Und dann schalte ich hinter dem Vorverstärker aber nochmal um. Ich schalte ja um zwischen einer Impedanzmessung und der eigentlichen Response-Messung vom Mikrofon, schalte ich hin und her und gebe das dann auf die Soundkarte. Das heißt, dieser linke Kanal der Soundkarte, der sieht beides. Bei der Impedanzmessung halt den Spannungswert an dem Widerstand und bei einer Response-Messung sieht er hier drüber halt das Signal vom Mikrofon. Ja, und wenn ich jetzt einfach mal das Blockschaltbild aufmache von dieser Audiobox, dann werdet ihr schon sehen, dass es damit nicht geht. Das gute Stück hier hat nämlich hier seinen Mikrofoneingang, klar. Und wenn wir uns das Blockschaltbild mal anschauen von dem guten Stück, ja, da könnt ihr hier schon sehen diesen Mikrofoneingang. Ich mache das mal ein bisschen größer. Okay, hier ist der Mikrofoneingang. Hier ist die sogenannte Phantomspeisung, klar. Und dann gehe ich hier über einen Vorverstärker in das Gerät rein und so weiter und so fort. Wo muss denn jetzt bei der Stöpselbox der Vorverstärker sitzen? Das ist im Grunde dieser Block hier. Und wie gesagt, bei der Stöpselbox ist das noch alles außerhalb dieser Verstärker. Der sitzt noch außerhalb. Und an diesem Punkt muss ich aber ran, um umschalten zu können zwischen Impedanzmessung und Responsemessung. Und diese Chance habe ich hier einfach nicht. Ich komme hier nicht mehr hinter, das ist im Gerät. Ja, was bedeutet das jetzt im Grunde? Ich müsste meine Stöpselbox jetzt wieder umbauen. Und müsste das Mikrofonsignal, was ich normalerweise jetzt direkt drauf gebe, müsste ich hier vorne noch irgendwie umschaltbar machen, dass ich hier halt zum einmal ein Mikrofonsignal rein bekommen kann, aber auch von der Soundkarte oder von der Impedanzmessung her das Ausgangssignal, da ist irgendwo mein Messwiderstand dann wieder davor. Das heißt, ich müsste dieses gute Stück, könnte ich nicht nur einfach daneben stellen, sondern ich müsste es wieder irgendwie integrieren in diesen Kasten und müsste mir für diese Eingänge noch was ausdenken, was es noch nicht gibt. Würde mir im Grunde nichts ausmachen, ist kein Problem. Allerdings mache ich den Kanal ja auch für euch und ich weiß ganz genau, dass da viele Leute zu Hause sitzen, die da vielleicht noch nicht so die Ahnung von haben. Und ich denke mal, ja, vor zwei, drei Folgen habe ich euch die Stöpselbox vorgestellt. Und kaum ein paar Wochen später sage ich dann, die müssen wir umbauen, weil ich ein neues Audio-Interface habe. Fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Und das ist mit der Grund, warum ich diesen Mikrofonvorverstärker habe. Weil der Ausgang, der hier ist, das ist im Grunde, wenn ihr hier reinschaut, diese Stelle. Und das Ding könnt ihr wieder wunderbar an eure Stöpselbox anschließen. Fertig. Okay, ich denke mal, das waren jetzt genug erklärende Worte, warum ich kein USB-Mikro habe und warum ich bei aller Qualität der Messung auf so ein Ding verzichtet habe. Achso, Bock hatte ich da übrigens auch noch geschossen. Ist ganz lustig, habe ich ja gerade eingangs schon gesagt. Mit dem Original Windows-Treiber hatte ich hier im Grunde nur einen Eingang sichtbar und konnte den anderen gar nicht auswählen. War ganz interessant. Und nach langem Hin und Her habe ich dann einen sogenannten ASIO-Treiber genommen und dann konnte ich auch auf alle Ein- und Ausgänge hier zugreifen. Ja, wie gesagt, manchmal ist der Fehler genau zwischen diesen Ohren platziert und zwar hier und so ein bisschen natürlich auch beim PC. Ja, Leckerli habe ich noch für euch. Jawohl, möchte ich euch gerne zeigen und da gehen wir mal hin. Ja, beim Thema Bündelung verlinke ich euch nochmal in der Ecke. Hatten wir uns ja den CX 3.1 angeguckt von Omnis Audio.
Ja, und das gute Stück ist in einer Box gelandet, zusammen mit einem wunderbaren Bass und einer, wie soll ich sagen, sehr, sehr aufwendigen Weiche, die hier oben noch drauf liegt und lose verdrahtet ist. Und ja, das gute Stück, das nehmen wir uns vor. Und zwar, je nachdem, wie weit ich komme, vermutlich schon nächstes Mal. Das Ding ist ein echter Leckerbissen. Und ja, wer sich dafür interessiert, es gab eine ganz gute Resonanz auf die kleine Zwei-Wege-Box, die Align, die wir entwickelt haben gemeinsam. Das waren ja mehrere Teile. Auch die Playlist verlinke ich euch hier nochmal. Und ich hatte es schon bei der Entwicklung gesagt, ich habe es auch in dem Begleit-PDF-Dokument, was ihr da runterladen könnt, gesagt. Sie ist recht schlank im Bass, ja, und eine wandnahe Aufstellung wird empfohlen. Und ja, wenn ich das so richtig gedeutet habe in der Resonanz, die ich bekommen habe, möchten das schon einige gerne nachbauen, würden allerdings dann mehr Bass haben wollen. Und ja, da steht natürlich dann die Frage im Raum, wann kommt ein Bassteil dazu? Und auch dieses Bassteil ist in Planung, wird kommen. Ja, mal gucken, wie ich es unterkriege. Ich bedanke mich nochmal für die rege Beteiligung, die ihr an den Tag legt. Die Kommentare füllen sich mehr und mehr mit jedem Video und ich lese das super gerne durch und antworte, denke ich mal auch, ja, solche Fragen, die zumindest dann zu dem Videothema passen. Ja, wenn jemand ankommt, ich hab einen 2000 Watt Bass, kannst du machen? Ja, dann verweise ich ganz gerne und das möchte ich hier auch nochmal so bekannt geben auf die vielen, vielen Hi-Fi-Foren, die es gibt. Ich habe da auch viele Jahre immer rumgeschaut, gemacht, getan, dort auch viel gelernt. Und ich denke mal, wer sich dafür das Thema interessiert, mehr wissen möchte, da sind die Kommentare manchmal der falsche Platz unter den Videos. Ich antworte gerne drauf, wenn es eine knackige, schnelle Frage ist, die dann vielleicht auch noch zum Thema ist des Videos. Ansonsten schaut einfach mal in die Foren rein im Internet. Da werdet ihr geholfen. Ist super. Ja, wer mich bis jetzt noch nicht abonniert hat, bitte tut es. Ihr bekommt die Benachrichtigung dann auf euer Handy, Smartphone, keine Ahnung wohin, wenn ich ein neues Video raushaue. Davon lebt der Kanal, das ist klar, ne? So, macht's gut. Bis nächstes Mal. Vermutlich, ja, mit diesem wunderbaren Korkschassi. Tschüss.